Nun hat Frau Artus das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren und Damen, lassen Sie mich die Angelegenheit mal von einer etwas anderen Seite aufziehen. Ich war nämlich schon fast erleichtert, dass die FDP Schulen, Polizei, Feuerwehr, Staatsanwaltschaften, Gerichte und die allgemeinen sozialen Dienste vom Personalabbau aussparen möchte. Die Linke ist aber zusätzlich der Überzeugung, dass auch in den anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes kein Personalabbau stattfinden darf. Eine Schrumpfkur, wie von der FDP verlangt, würde zulasten der Daseinsvorsorge gehen. Der öffentliche Dienst muss aber handlungsfähig bleiben, verehrte Abgeordnete. Ich glaube, es ist in den letzten Monaten mehr als deutlich geworden, dass Einsparen im öffentlichen Dienst nicht geht. Insofern teilen wir auch die Vorstellung des SPD-Senats nicht, jährlich 250 Stellen abzubauen. Schauen wir uns außerdem die Personalentwicklung an, dann stellen wir fest, dass in den vergangenen Jahren das Volumen an Arbeitszeit in der Freien und Hansestadt Hamburg kontinuierlich zurückgegangen ist. Es hat nämlich einen stetigen Umwandlungsprozess von Vollzeit auf Teilzeitstellen gegeben. Das ist nur ein Kollerpunkt unter der Zahl, die Sie für Ihren Antrag zum Anlass genommen haben im Personalbericht. Das Gerede vom Personalaufwuchs, ein, wie ich finde, auch sehr entmenschlichender Begriff, der mit Unkraut oder Misswuchs konnotiert werden kann, ist daher Unsinn. Die Linke ist zudem der Auffassung, dass die Stadt mehr Personal benötigt und nicht weniger. Es stimmt auch nur bedingt, dass die Ausgaben begrenzt werden müssen, um den Haushalt zu konsolidieren. Es gibt Gründe, warum Hamburg in die finanzielle Misere geraten ist. Mangelnder Steuervollzug und die laxe Handhabung von Steuerhinterziehung zum Beispiel. Außerdem gibt es Steuern, die gar nicht dem Gemeinwohl dienen. Mein Kollege Joachim Bischoff hat dies in einer schriftlichen Kleinen Anfrage verdeutlicht. Die Erträge der Rennwett- und Totalisatorsteuer werden bis auf magere 4% den Pferderennverein zugeschanzt. Und dies sind jährlich um die 13 Millionen Euro, verehrte Abgeordnete. In 2005 waren es sogar 16 Millionen Euro. Und wenn sich die FDP statt ihrer platten Einstellungsstoppforderung bereit erklären würde, die Einführung der Vermögenssteuer zu unterstützen, wäre der Einnahmesituation ein Bärendienst erwiesen. Ebenso würden Veränderungen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer zusätzliche Einnahmen sichern. Aber hier fehlt es am politischen Willen. Es gibt noch weitere Gründe, warum die Einnahmesituation schlecht dasteht. Die Verluste der HSH Nordbank durch ihr Mitmischen in internationalen Finanzcasinos oder die Finanzierung von Leuchtturmprojekten oder aber das eingegangene, nein, das ist nicht weg vom Thema, es geht genau um diesen Punkt. Die FDP ist der Meinung, dass die Einnahmen nicht erhöht werden können und deswegen die Ausgaben begrenzt werden müssen. Und deswegen hat das ganz zentral genau mit dem Thema zu tun. Oder aber das eingegangene Risiko für Bürgschaften, welches die Stadt sich völlig unzureichend vergütend lässt. Es gibt eine völlige Intransparenz, wann der Senat Provisionen für Bürgschaften erhebt und wann nicht. Hier Klarheit zu schaffen und konsequent zu sein, wäre ein wichtiger Schritt bei der Verbesserung der Einnahmeseite. Des Weiteren können durch Umschichtung die Betriebskosten gesenkt werden. Beispiele gibt es dafür viele. Stattdessen aber wurden Schutzschirme für Spekulanten aufgespannt. Aus unserer Sicht bis heute ein riesiger Skandal. Schauen wir uns nun noch mal konkret an, welche Stellen derzeit, und ich habe mir aktuell mal die Liste der offenen Stellen aus dem Internet geholt, welche Stellen derzeit besetzt werden sollen, ergibt sich auch die Absurdität der FDP-Idee, Stellen abzubauen und einen Einstellungsstopp zu erlassen. Und das ist der Punkt 1, dem CDU und Gall hier eben gerade ein grünes Licht gegeben haben. Ihr sagt damit, ihr wollt einen Einstellungsstopp. Mehrere Standesbeamte und Standesbeamtinnen werden gesucht. Will die FDP etwa Warteschlangen vor den Standesämtern? Mehrere Fallmanagerinnen bei der Eingliederungshilfe werden gesucht. Auch hier scheint sich die FDP nicht über die Auswirkungen im Klaren zu sein, wenn es zum Einstellungsstopp gäbe. Und im sowieso chronisch unterbesetzten öffentlichen Gesundheitsdienst werden Krankenschwester und oder Pfleger gesucht. Und auch bei den Jobcentern sind Stellen frei, die dringend besetzt werden müssen, damit Bedürftige die ihnen gesetzliche Leistung erhalten. Und außerdem
ist gerade die Leitung Personal- und Ressourcensteuerung zu besetzen. Also vermutlich genau da, wo das von der FDP vorgeschlagene Personalabbaukonzept erarbeitet werden würde. Dieser Stelle müssten Sie dann wenigstens noch zustimmen, damit der Antrag überhaupt verwirklicht werden könnte. Die Linke will eine solidarische Stadt. Die Schere zwischen Arm und Reich muss sich schließen. Wir wollen Lebensperspektiven für alle Menschen statt sozialer Kälte. Und daher stimmen wir gegen diesen Antrag.